Chancen. Trotz EM aufeinander getroffen, da konnte Jorgic sich durchsetzen. Letzte Saison nicht gegeneinander gespielt in der TDBL. Für das Gesamtspiel und auch für das Einzel Jorgic gegen Kuzar. Ja, ich denke, er gewinnt, hat natürlich auch die absolute Pole Position für den gesamten Zuschauer und auch toll für die TTBL im Allgemeinen, wie ausgeglichen die Liga in diesem Titel. Ochsenhausen mit 2 Titeln nicht so gut in die Saison. Vergessen, in jeder Mannschaft dieses Jahr spielen 1 bis 2 Top-Tempo. Die beiden kennen sich sehr gut. Da kennt man sich, da weiß man, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen des Gegners. Und in der heutigen Zeit beim Tischtennis. Und auf der anderen Seite das Äquivalent. Da ist der Satz für Darko Jorgic. Der Satz jetzt Aufschlag Puzar. Gut. Zu gut retourniert wird, kommt hier mit dem Rückhandaufschlag wirklich besser ins Spiel. Ich habe eben noch gesagt, so deutlich wie bei der WM wird das nicht ausgehen. Aber ich habe mich auch schon... Ja. 11 zu 6. Der Saarbrücker mit dem Aufschlag. Direkt die Rückhand. Ja, das stimmt. Beide versuchen relativ schnell den Abschluss zu 0-2, 3-6. Muss er das Risiko suchen, sonst geht das Spiel ganz schnell nach hinten. Ist schon auch bemerkt, das wird das Schlüsselspiel des heutigen Abends sein, oder es ist das Schlüsselspiel des heutigen Abends. Oh ja, hier haben wir den langen Ballwechsel. Ja, gibt es in der Ball- und Abwehr mit dem Gegner. Schade. Schöne Banane, aber guck mal. Oh ja. Gar nicht schlecht in Position, eine gute Rückhand spielen. Und da ist es passiert. 3 zu 0. Sehr starkes Spiel von Darko Jorgic.